Und bitte. Til Schweiger und Matthias Schweighöfer sind zu Besuch in Schleswig-Holstein. Seit dem 23. Januar stehen sie gemeinsam in Hohn bei Rendsburg vor der Kamera. Auf dem Gelände der Luftwaffe drehen sie für ihren neuen Film mit dem Arbeitstitel Hot Dog. Eine Rolle wird in der Actionkomödie auch die beim Lufttransportgeschwader 63 stationierte Transall spielen. Es ist natürlich ein Riesengeschenk, dass wir hier mit so einer Transall spielen dürfen. Das machen wir. Man fühlt sich selber wie der Kapitän. Man denkt, man könnte das fliegen, aber das machen einfach hier die Profis. Die Luftwaffe stellt der Produktionsfirma die Hallen und Flugzeuge zur Verfügung und unterstützt beim Arbeiten mit den tonnenschweren Propellermaschinen. Wir haben einen Vertrag geschlossen, die Produktionsgesellschaft zahlt auch dafür, dass wir das hier tun. Und wir haben aber auch Freude an dieser Zusammenarbeit und es klappt hervorragend. Der Großteil des Films wurde in Berlin und Umgebung gedreht. In Hohn bleiben sie noch bis zum 27. Januar. Der Film soll pünktlich zu Weihnachten am 23. Dezember 2017 in die Kinos kommen.